Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Chris, haven't found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo Team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo Team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. This way. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Is everyone all right? Barry. Where's Barry? He's... No. What was that? I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Chris? Take care. Yeah. Come on, Matthew. Look, come on. What's it in? Are they women? Did we know they were the first back here? Knife only. Thank you.
Ich hoffe, dass man mich gut versteht. Wesker? Jill? Where did they go? Dieser Erfolg ist auch einigermaßen ziemlich einfach, aber wie gesagt, da schon ein bisschen knifflige Sachen. Wo es schon ein bisschen schwieriger ist, nur mit dem Messer unterwegs zu sein.
viele denken vielleicht, dass der Erfolg ziemlich einfach ist, aber nur ein bisschen besser bewaffnet ist das leider. Deswegen haben diesen Erfolg auch noch nicht so viele. Also es ist immer eine Erfolg. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne fragen. Ich versuche es zu beantworten. Aber wie gesagt, wenn ich nicht so viel rede, das liegt einfach daran, weil ich mich konzentrieren muss. Und deswegen, also keine Sorge. Ich bin auf jeden Fall da. Hau ab, blöder Hund. Keine Zeit für deine Giefe zu deine Hunde, die jammer da.
Nee, das muss ich jetzt noch nicht. Das aktivieren. Ah nee, das wollen wir nicht machen. Das kann ich erst gleich machen. Hochgehen. You. Chris Redfield, Alpha Team. We're here to rescue you. Richard, what the hell happened to you? Chris, this place. Get your team out of here. Demons everywhere. Don't talk. He seems to have been bitten by a poisonous snake, but the size of the bite mark is huge. It's not just any ordinary snake. Take my word for it. He needs serum. I left it in another room. I'll go get it. Please hurry. Hold on. Thank you.
Ort bestimmt. Immer diese Zombies. Hope this is what you wanted. Thank you. I'm gonna give you a shot now, Richard. Hang in there. Here, take it. It's a radio. Ja, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Das ist ein Richard. Is unconscious. He's okay. He's just unconscious. Rebecca, it's not safe here. Let's get Richard to a safer place. Right. Is the conscious. Mann, geh doch mal nach Hause, Mensch. Geh mir nicht auf den Sack. Geh doch zu Hause, du alter Zombie. Mit diese Zombies, ey. Hier die Tür aufmachen. Lassen wir es. Da versteckt er sich einfach dahinter. Tschüss. Blindfisch. Dachte ich. Ich dachte, er sieht mich. Mann, bist du dumm. Mann, war der Zombie dumm. Ja, läuft er an mir. Einfach kackfrecht vorbei. Ja, genau, Blindfisch. Oh, hätte ich das mal nicht gesagt. So, jetzt kommt da ja den Raub. Oh, oh. Nein, nein, ihr seid doch blind. Ich hab mich gar nicht sehen. Nein! Ah! Nee, ich hab keine Zeit. Ich hab keine Zeit. Ihr blöden Viecher, ihr blöden Zombies, ihr Blindfische. Na, ich habe wahrscheinlich wieder zu viel Deo benutzt heute, dass die Zombies extra zu nah an mich rankommen. Aha, verarscht. Das noch? Nö. Jetzt kommt der schon wieder hinterher.
Die haben echt keine Hobbys, ey. Die Zombies. Die haben keine, Hobbys. Die müssen mich natürlich verfolgen, ist ja klar. Denken die echt, die können mich hier verarschen. Mann, Mann, Mann. It's me, Chris. Rebecca. Wer denn sonst? Oh, sexy Rebecca. That sounded like Moonlight Sonata. Das ist richtig. Can you play? Kannst du Klavier spielen? Holy crap! Da kriegt man ja Ohrkrebs. My interpretation is off a little. Let me practice for a while. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das hört sich. Ja, geh üben. Sure. But don't get too carried away. Bevor ich dann wieder Ohrenkrebs kriege. Na, dann bin ich mal wieder weg. Ja. Ja, wenn Rebecca spielt, dann kriegt man auch Ohrenkrebs. Ich bin der Chris. Ich bin so schön. Blöd. Ja, ich werde nicht spoilern. Ja, du blöder Zombie, geh doch mal nach Hause, Alter. Gehst mir auf den Zeiger. Ah, jetzt kannst du jemand anders nerven gehen. Jetzt muss ich wieder mein Kartoffelstübchen aktivieren. Ja. Geh doch nach Hause, du alter Zombie. Geh doch nach Hause und bleib nicht hier. Ich bin der Chris und hab ein Messer, denn die Zombies, denen geht es nicht besser. Ja, ja. Es
gibt ja noch so ein anderes schönes Kinderlied, das heißt Ihr Zombielein kommet. Ihr Zombielein kommet, so kommet nach Chris. Ja, das ist auch so ein schönes Kinderlied. Meine Maske befand sich da drin. Mal kurz warten. Warten. Falls ihr euch wundert, warum ich warte. Ich warte auf schönes Wetter. Auf schönes Zombie-Wetter. Aber wir werden ja sehen, was passiert. Es passiert nämlich gar nichts. Naja. Tubaloobalooba. Wapabalooba. Blapang bloom. Tulufuri. Oh oh. Nein! Hau ab! Nein! Ich will nach Hause! Nein! Lass mich in Ruhe! Aua! Hau ab, du blöder Scheiße! Aua! Der ist ziemlich aggressiv, dieser kleine Bursche hier. Aua! Hallo! Hörst du mal auf? Du stinkst wohl! Lass mich in Ruhe! Sei nicht so aggressiv! Ich habe dir doch gar nichts getan, du Affe! Mensch. Voll der aggressive Vogel, Alter. Das geht ja mal gar nicht. Lass mal Kräuter wieder einsammeln hier. Ihr habt ja gerade gesehen, wie aggressiv der Kollege hier war. Er hat viel zu viel getrunken. Meint ihr denn hier gleich einen Lauten zu machen? Ja, das ist natürlich klar. Mann, 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 Alter, war der aggressiv. Aggressiv, Mann. Da habe ich mir auch echt gedacht, so. Mann, 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 mal gut, ich habe mein schönes Messer dabei. Nein, er darf aber nicht essen. Ich schmeck eh nicht. Ich bin vergammeltes Fleisch. Also. Er kann doch nicht einfach mich anfressen hier. Das geht aber gar nicht. So haben wir aber nicht gebettet. Woher ich das weiß? Ja, ich weiß nur einiges. Ach, das wollte ich da gar nicht. Mehr hier. Yeah. So, Maske wegpacken. Oh. Das war kein Zombie. Das war ein Crimson. Und ein Crimson Head hat keine Gefühle. Thank you.
Crimson Head hat meine Gefühle verletzt. Muss aufpassen, nicht, dass da noch mehr Crimson kommen. Die sind nämlich ganz schön lästig. Aber ich darf die ja nicht anzünden, weil ich darf ja keine andere Waffe benutzen, außer das Messer. Deswegen muss ich immer aufpassen, dass der Crimson mich nicht so erwischt. Ja, genau, für den Erfolg. Glaub mir, da gibt es einige Gegner, die möchten nicht, dass wir diesen Erfolg schaffen. Die denken sich so, ach nö, das geht aber nicht. Und wir denken natürlich, ach doch, das muss man. Deswegen werde ich auch mehr speichern, weil ich möchte ja nicht wieder das ganze Spiel von vorne beginnen. Ich mache ja eigentlich nur den Erfolg. Ach, vor den Bossgegnern habe ich eigentlich keine Angst. Man darf auch gar keine Angst haben, wenn man diesen Erfolg versucht. Weiter hier. Weil ich spiele das Spiel ja nicht vergessen und ich habe schon meine Taktik für die Bossgegner. Wollen wir die eine Tür da, die Chemikalie holen. Da kommen bestimmt gleich die Wow-Wows. Aus der Scheibe. Da muss ich dann auch wieder aufpassen, dass sie mich nicht erwischen. Die sind auch ziemlich lästig. Ich will doch nur, die wollen doch nur spielen. Nee, die kommen noch nicht, Gott sei Dank. Hab schon gedacht, die kommen jetzt schon. Ja, ja. Dann holen wir mal den. Ich meine, der Chris hat genug Balls, also der hat genug dicke Eier, also da geht das schon. Warte mal, hier sind noch zwei, da nehme ich auch mal mit. Wehe, du scheiß Köter, kommst jetzt rüber, ey. Keine Zeit. Tschüss, ich muss nach Hause. Gut. So, das haben wir. Geht's weiter. Nein, die Schlange wird lustig. Die Schlange wird lustig. Aber die Schlange kann man auch. Oh, siehst du, ich wusste, die Hunde kommen. Ah, hey, hau ab hier, du stinkst. Du blöder Köter. Mach Sitz. Keine Zeit. Muss weg.
Energie, ja, die ist noch gesund. Naja, diese Hunde, die wollen mich immer beißen. Ich hoffe, ich unterhalte euch schön mit meinem Gameplay hier. Ich habe das schon lange nicht mehr gespielt, aber ich kann diesen Erfolg immer noch. Also ich habe den schon mal geschafft und wenn man ihn einmal schafft, dann schafft man ihn auch ein zweites Mal. Man nennt mich ja auch nicht ohne Grund Kamikaze Hand. Ne? Mein Nachbar! Nein, Nachbar! Nein! Beiß mich nicht! Hau ab! Du stinkst! Ich muss hier vorbei! Ich habe keine Zeit mit dir, mich mit dir zu unterhalten. Ah nee, da muss ich. Na, wie geht's dir? Lange nicht mehr gesehen. Aber doch wiedererkannt. Immer diese hässlichen Zombies oder so. Mann. Das ist echt schrecklich. Aber. Na, mein Freund, geht's dir gut? Brauchst ein Messer? Aha. Man nennt mich Chris Messer Redfield. Chris, das Messer. Ja, ihr Zombies. Ach nö, da wollte ich ja nicht kommen. Wo kommst du denn her? Geh mal kacken, Alter. Nerv mich nicht. Keine Zeit für dich. Will mich nicht unterhalten. Ja, immer diese Zombies, die einen überraschen. Hab dich schon gesehen, hä, du stinkst. Nein. So habe ich nicht gewettet. Nein, so habe ich nicht gewettet. Ich muss hier weg. Lass mich in Ruhe. Ich habe keine Hundeknochen in der Tasche. Ach nee, das hilft ja eigentlich nur bei Hunden. Hoffentlich aber ist die Trolle dann endlich mal fertig.
I got it. Practice makes perfect. Das hast du aber schön gemacht. Das hast du brav gemacht. Hallo Kai. Oh, jetzt wollen wir mal weiter. Weiter geht's hier. Mit Resident Evil Chris Messer. Only. Also ich spiele nur mit dem Messer. Weil Messer ist besser. Für enge Bekanntschaften. Ja, nur mit dem Messer. Ich benutze keine Pistolen oder sonst was. Ich benutze nur das Messer. Ja, das werde ich haben. Ihr hoffentlich auch. Ne? Gleich kommt die Schlange. Auf die habe ich eigentlich gar keinen Bock. Die ist irgendwie voll schlangig. Ja. Diesen Erfolg. Ja, wenn man ein bisschen gut spielen kann, dann kann man den locker machen. Das ist eigentlich kein Problem. Und ich bin eigentlich bekannt dafür, dass ich das eigentlich hinkriege. Ja, Glückwunsch für 100% der Spiels. So, jetzt wollen wir nochmal einmal absafen. Wenn ich den ganzen Mist nochmal machen müssen. Ich meine, ich habe zwar keine Angst, aber sicher ist sicher, ne? So. Safe-Band haben wir. Wie gesagt, der Safe ist nur zu Sicherheitsgründen. Weil es kann immer mal was passieren und dann hat man jedenfalls sich abgesichert und muss den ganzen Mist nicht nochmal spielen. Nein. Assassin meint mich, also den Hank und nicht den Wrestler, weil
Er kennt mich über Wesker, weil ich ja bei Xbox Wesker heiße. Und deswegen hat er geschrieben, deswegen meint er mich. Aber sonst, aber wenn du 100% hast, dann auf jeden Fall Respekt, dass du das geschafft hast und so. Wie gesagt, das ist nicht so einfach, weil man muss auch ein bisschen nachdenken, wie man am besten spielt. Na, der ist weg. Viele machen den Erfolg ja auch ganz verkehrt und nee, das stimmt. Es ist gar nicht so schwer, aber man muss sich erstmal da ein bisschen reinfuchsen. Reinfuchsen muss man sich schon. Nein. Lass mich hier in Ruhe, sonst komme ich mit dem Messer durch. Keine Zeit für dich. Nicht beißen. Tschüss. Ich habe keine Zeit. Ja, das stimmt. Wenn man weiß, wie, ist jeder Modus eigentlich leicht. Für richtige Kenner wissen das auch. So, jetzt haben wir die letzte Maske. Jetzt wird's lustig. Jetzt geht er zum Crimson Head. Jetzt gehen wir nochmal. Ja, das glaube ich dir, dass das Spaß wird. Ist auch lustig, das Spiel. So, jetzt nehmen wir die mal weg hier. Das muss auch leider weg. Die vier Masken. Willkommen an alle Leute, die mir zuschauen. Wir spielen Resident Evil. Messer only. Ich weiß doch gar nicht, warum Capcom sich diesen Erfolg ausgedacht hat. Das würde ich echt mal gerne wissen. Ich glaube, die wollten den Profis mal ein bisschen was bieten für ihr Geld. Damit die ein bisschen mehr Spaß haben. Ich dachte nicht, das Feuerzeug. Wie wollen das Feuerzeug benutzen? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Lecker. Oh oh.
Mann, bist du hässlich. Ja, ja, ich weiß. Den Erfolg muss ich auch noch machen. Aha, passt. Der läuft einfach an mir vorbei. Wallalalalala. Aua. Lass mich. Das macht gar keinen Spaß. Ey, ich bin schon verwendet, Alter. Der ist viel, viel zu schnell, ey. Aua. Alter. Alter, ist der ätzend, ey. Alter, gleich hat er mich gleich wie gemacht. Boah! Mann! Das war mega knapp. Alter, das ist aber ziemlich lästig. Hat er mich aber fast am Arsch gekriegt, ey. Ja, das würde ich sagen. Ich habe echt Schwein gehabt. So aggressiv hatte ich den gar nicht mehr in Erinnerung. Ja, wie gesagt, so aggressiv hatte ich die gar nicht mehr in Erinnerung. Wie gesagt, das ist schon ein bisschen länger her, wo ich das letzte Mal das gespielt habe. Und deswegen muss ich zu meiner Entschuldigung sagen, war das ziemlich schlecht. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Wir leben ja noch. Auch wenn wir ein bisschen kaputt aussehen. Wenn wir hoffen, dass ihr keinen scheiß Crimson Head noch lebt, Alter. Nein. Bleib liegen. Ich hab keine Zeit. Ja, ich hatte wirklich Glück. Bleib liegen. Ich hab keine Zeit. Ja, das wollen wir mal so sagen, ne? Ja, ich hatte das auch gar nicht mehr so schwer in Erinnerung, aber wie gesagt, das ist schon längere Zeit her, wo ich das gemacht habe und jetzt sind wir auch wieder gesund. Aber Spannung gehört natürlich auch dazu. Sehr logisch. Es soll ja auch unterhalten. Ja, ja, genau. Ach, du meinst das Tarantelfieh, ne? Mann! Sitz ab! Ich habe keine Zeit. Lass mich in Ruhe. Ja.
Also eigentlich am meisten Schiss habe ich eigentlich nur von Tarantelfieh. Also vor der Pflanze 42. Sonst eigentlich habe ich keine Angst. Vor Tyrant und so habe ich keine Angst. Also Tyrant ist eigentlich Peanuts. Aber wie gesagt, die Pflanze 42 wird ziemlich eklig. Ja, genau, das Tentakelvieh. Ich glaube, das war Norden. Na, Norden, nicht Westen. Norden. Nicht Osten, Norden. Okay. Jetzt macht er wieder Westen. Ach, Mann. Jetzt hat er es endlich mal gebacken gekriegt. Norden, nicht Osten. Hä? Habe ich das doch verkehrt rum gemacht? Ach nö. Habe ich das doch verkehrt rum gemacht? Ja, ja. Ich werd schon alt. Oh, sie stöhnt wieder. Hui, aber Platz gelaufen. Okay.
Au! Das hat wehgetan. Diese blöde Kuh. Was haut du mich einfach? Miss Piggy! Aua! Alter, bist du nicht ganz frisch? Auch die mich da mit einem vollen Rundumschlag, Alter. Geht ja mal gar nicht. Die haben sie auch heiß ins Hirn geschissen. Na du. Ah ja, genau! Ich lauf natürlich genau an den Zombie rein. Ah ja. Ja, ja, Chris. Läufst du einfach in den Zombie rein. Ja, genau, die sind alle nicht mehr frisch. Frisch auf den Tisch. Und wie gesagt, wenn euch der Stream gefällt, könnt ihr ja gerne mich ja gerne followen. Würde mich darüber freuen. Aber wie gesagt, müsst ihr nicht. Wenn ihr nicht wollt, müsst ihr auch nicht. Na du Bobo. Tschüss. Keine Zeit. Mach's jetzt. So, ich mach mal kurz eine kleine Pinkelpause. Also dranbleiben, gleich geht's weiter.
So, meine Zombie-Freunde, weiter geht's mit Resident Evil und der Kneif. Kneif only. Hansi wurde ordentlich gemeldet. Muss hier auch sein. Hansi melken, Jürgen Bürgen. Nein, Spaß beiseite. Voll gegen die Tür gerannt, so bing. Ich bin gegen die Tür gerannt. Hilfespray. Abwand. Jetzt kommt wieder so ein netter Raum. Spinnen. Die spinnen doch. Die spinnen. Hey, nicht an der Tür. Die an der Tür parken, die Spinnen, Alter. Mann. Ja, die so schön sind die gar nicht. Die sind ja noch klein. Kleine Spinnen. Wieder wegbringen hier. So, jetzt wollen wir mal überlegen. Nächstes Mal.
Immer diese Zombies. Der bommelt da immer noch rum. Der hat sich halt erhängt. Nein, heute nicht. Ich dachte, heute nicht. Ja, der hängt da bestimmt schon eine längere Zeit. Lieblingsmethode hängen. Ah, heute habe ich mich da mal hingehängt. Ich dachte, man hängt da schön. Alter, bin ich schon wieder verwundet hier. Er hat wahrscheinlich zu viel vor der Glotze gehangen. Sheep, Chris, Sheep, Sheep, Sheep. Sheep, Mensch, los! Sheep, 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 Sheep. Der Chris, der schiebt sich ein zurecht. When the sheep is come, then the Chris hat nur ein Messer in the moon, in the only light you see. Nein, Spaß. Richard! Chris! Holy crap! Yum yum! Richard! Richard wurde gerade mal gefressen! Guten Appetit! Piep, piep, piep! Der Hai hatte ihn lieb. Ja, ich weiß, ich kann nicht singen, aber das macht ja auch nichts. Hey, hübsches Ding, komm, sing mir doch nicht so blöd, nein, Spaß. Da hat er einfach Richard gefressen. Oh mein Gott. Der arme Richard. Was sollen wir bloß ohne ihn machen? Besser jetzt noch die Pizza bezahlt. Skandal. Emergency. Unknown source of pressure detected. Locking all doors to achieve maximum safety.
Reaching 30% of pressure threshold. Reaching 50% of pressure threshold. 50% schon. Activate emergency drainage system immediately. Ja, schade mit Richard. Ich hätte jetzt gut eine Pizza gebrauchen können. Richard. Was sollen wir bloß ohne dich machen? Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal Party ohne dich. Der arme Richard. Wurde einfach vom Hai gefressen. Naja. Wohl bekommt's. Falsch. Ja, genau, eine Schweineminute für Richard. Schweigeminute für Richard. Ab jetzt. Das war dafür, dass du Richard gefressen hast. Jetzt wird so gegrillt. Arme Richard. Thank you.
Ach, was mache ich denn da zum Käse, Alter? Jetzt wird lustig. Oder erst morgen. Das ist die Frage. Da überlege ich. Nicht beleidigen, sonst gibt's Bann. Obwohl, du hast ja Glück, mein Matt ist ja gar nicht da. Nicht beleidigen. Erstmal muss ich eine qualmen und dann versuche ich es einmal und wenn ich es nicht schaffe, dann werde ich es morgen weitermachen. Thank you.
Und Scorpion, du kannst gerne auch was dazu sagen. Also, wie gesagt, das ist nicht so einfach, dieses Viech mit dem Messer platt zu machen. Das weiß ich nämlich. Ich habe das schon mal gemacht und wie gesagt. Aua! Nein! Du Spacken, du sollst dich nicht immer hauen. So ein Scheißi ist so schwer zu erwischen. Aua. Dieses Ding ist so lästig. Diese Blüten, die nerven. Soll ich denn da rankommen? Das war's. Mit der Pflanze 42. Game over.
You scared me. You okay? Yeah, it's dead. But Richard, he's gone. Und er nimmt uns nicht mal eine Pizza mit. I'm sorry. It's my fault. I should have watched out for him. I found a pharmaceutical room. I think I can come up with something useful. I'll be there. I'm glad you're still okay. Na, wenn ich dich sehe, Bitch, Baby, dann geht's mir immer gut. Dann geht's mir immer gut. This room is equipped with all sorts of medical supplies. Want me to treat your wounds? Ja, mach mal. Yeah, would you? Thanks. Danke. Jetzt heul mal nicht rum da, Alte. Mann. Fängst das schon so an wie die alte. Wenn Liegen auftaucht, dann fangen die auch mal an zu heulen, ey. Du musst stark sein. Nicht heulen. Mensch. Jammerlappen. Was soll ich denn sagen? Ich habe nur ein Messer. Ich habe nicht mal eine Pistole. Ich heule auch nicht rum. Wesker? Wesker! Chris, you're alive. Na, normal, ne? Ich habe auch ein Messer bei mir. Ja, I know. We got separated. I see. Anyway, we better find a way out of here before we turn into zombie food. Got any suggestions, Wesker? We should get a better grip on the situation. There must be areas still to be explored in that other mansion. Chris, I want you to check them out one more time. I'll continue my investigation here. Sure thing. Zombie-Futter. Thank you.
Aua. Au. Hat wehgetan. Wow, wow. Hunter, you're a hunter. Tschüss. Nerviger Hunter. So, meine lieben Leute, das war's erstmal heute mit dem Messer Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder rein, wenn es heißt Resident Evil Messer Only. Euer Honk.